von Botticelli geht einfach immer ein enormer Reiz aus. Der Botticelli ist ein Faszinosum der Kunstgeschichte und natürlich ist unsere eigene fantastische Sammlung, wir sind zusammen mit den Handzeichen des Kupferstichkabinetts und den Originalen der Gemäldegalerie die größte, wahrscheinlich wirklich die größte Botticelli-Sammlung außerhalb Italiens, steht immer im Zentrum unserer eigenen Überlegungen. Und auch, wie kommt es eigentlich, dass Botticelli heute so eine Ikone der Werbebranche geworden ist? Botticelli, der Begriff Botticelli hat sich fast gelöst von den Originalen, von den Werken und ist präsent in aller Munde. Unendlich viele Bildzitate und kaum einer kennt die Originalwerke. Wie kann man das wieder zusammenbringen? Und das hat uns passiert. Darum kreist die Ausstellung. Ich glaube, es sind nur Hilfserklärungen, die wir liefern können. Es ist eine gewisse Eingängigkeit. Es wurde auch versucht zu interpretieren, ob seine eher flächiges Verständnis von Malerei und Figuren gerade für die Abstraktionen als Werbeikonen sich besonders eignen. Manche sagen, es ist einfach das Ideal der Schönheit, das Botticelli versucht hat auszudrücken, aber das ist keine Schönheit im Sinne heutiger Oberflächenschönheit. Für Botticelli war der Ausdruck der Schönheit immer verbunden, auch mit einem religiösen Gedanken, mit der Nähe zu Gott. Aber das interessiert vielleicht in der Rezeption gar nicht. In der Rezeption wird auch ein Stück Oberfläche rezipiert. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Erklärung. Es stehen ja wirklich zwei Werke, fast ausschließlich im Mittelpunkt der Rezeption. Das ist die Primavera und das ist die Geburt der Venus, beide Bilder in Uffizien. Und dafür stehen sicherlich viele Besucher an. Aber ob das allein im Mittelpunkt steht, der Sexappeal, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch der, beispielsweise bei der Venus, es ist dieser melancholische Gesichtsausdruck, diese Verlorenheit in sich selbst, vielleicht auch die Verlorenheit gegenüber der Welt. Vielleicht ist das auch wieder so ein Band, das zum Teil auch mit heute verbindet. Was ist die Selbstdefinition des Individuums in einer Umwelt, in der er eigentlich entblößt steht und gar nicht weiß, was sein Ort ist? Und so gesehen ist die Venus in der Muschel von Botticelli, die Geburt der Venus, vielleicht doch auch eine Ikone unserer Zeit.